Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zum Gas Station Simulator Alligator und so weiter. Wir haben uns eine Tankstelle gegönnt. Auf Start seinen Nacken. Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wo wir das Geld hergenommen haben. Wir müssen jetzt erstmal einen Highscore knacken. Nein, wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen. Geil, mit Bande am Schild. Ja, irgendwie ist die Bude hier echt ganz schön versüfft. Ich weiß auch nicht, was wir hier gekauft haben. Ich hoffe, der Preis hat's gerechtfertigt. Oh, ein süßer Teddy. Guckt mal. Ab in die Tonne mit dem Vieh. In der Luft gefangen. Habt ihr es gesehen? Finde und betrete die Tankstelle. Ja, würde ich gerne. Spiel lässt es aber nicht zu. Wir müssen hier erstmal die ganzen Predder entfernen. Wie sieht's denn hier aus? Ich würde sagen, wir haben uns was richtig Schniekes, Geiles, Schönes gekauft. Guck doch mal, sieht doch aus wie neu. Mal kurz ein bisschen Spucke drüber und zack geht's hier los. Alter, hier stinkt's. Wir sollen erstmal den Strom anschalten. Irgendwo hier hinten soll was sein, aber wenn ich mir die Leitung so anschaue, glaube ich, mit Anschalten ist es nicht getan. Okay, anscheinend doch, Hebel ziehen, alles wieder in Ordnung. Wir haben hier irgendwo Mucke. Na, dann machen wir das doch mal. Nicht genug Geld. Wir sind halt ein armer Schlugger. Alle Ersparnisse hier für die Tankstelle draufgegangen. Und dann müssen wir für unseren eigenen Spielautomaten auch noch bezahlen. War kein guter Deal. Unser Onkel war gerade am Telefon und hat uns gesagt, dass das hier mal das Grundstück seines Vaters war und er sich freut, dass wir es gekauft haben. Er hilft uns ein bisschen und schickt wohl ab und zu mal eine Mail, indem er uns Tipps und Tricks gibt, damit wir hier eine ordentliche Tankstelle führen können. Die Seite auch wieder offen, perfekto. Und dann gucken wir mal. Oh, hier, neueste Technik, i9 RTX 3080 drin, gar keine Frage. Wir mussten unser Auto verkaufen. Dafür haben wir hier die Tanke gekauft, hat der Onkel gerade in der E-Mail geschrieben. Ah, wir sollen uns keine Sorgen machen, finanziell wird er uns weiterhelfen, wenn wir ins Schwitzen kommen. Ich schmeiß die ganzen Bretter jetzt erstmal zum Container. Reintreffen tue ich eh nicht. Na, Hauptsache, die sind erstmal ab, die können wir später noch wegräumen. Oh, geil. Steige in den Minibagger, er heißt Rudy. Wo ist Rudy? Da hinten ist Rudy. Boah, ich würde auch so gern mal im Real-Life-Bagger fahren. Ich hätte da echt Bock drauf. Rudy, 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 Rudy. Ja, da sind wir doch richtig weit gekommen, würde ich mal behaupten, oder? So 10 Meter? Ist doch in Ordnung. Mehr musst du gar nicht machen, Rudy. Suche nach einem alten Benzinkanister. Machen wir. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Vermutung, der könnte hier hinten stehen. Weiß auch nicht warum. Na, ein Glück sind wir eine Tanke. Da sollte es nicht so schwer sein, ein bisschen Sprit aufzutreiben. Komm, füll rein das Ding bis zum Anschlag. 20 Liter. 20 Liter Kanister in einer Hand, aber zwei Bretter auf einmal? Nö. Ah, mir krabbelt die Nase. Und es geht weiter mit Rudy. Guck mal, steht sogar drauf. Rudy. Oh nein. Rudy, wir machen dich gleich kaputt. Den Stein habe ich nicht kommen sehen. Jetzt geht's dir an den Kragen, Sandhaufen. Bam. Und hochfahren. Oh nein. Der Auspuff, der Auspuff, der Auspuff. Wir müssen den irgendwie immer mal wieder abkühlen, wenn wir den Turbo benutzen. Obwohl ich den gerade nicht benutzt habe. Aber wir können es ja mal probieren. Komm. Volle Kraft voraus. Geilo. Und abladen. Nächste Aufgabe erledigt. Ey, es geht richtig schnell voran. Öffne die Tankstelle für Kunden. Seid ihr euch da ganz sicher, Spiel? Also, ich meine... Okay, wenn ihr das so wollt, machen wir das natürlich. Boah, und schon wieder drei neue E-Mails, ne? Der Typ spammt uns zu. Also wenn das mal nicht Kunden reinlockt, dann weiß ich auch nicht. Hier steht zwar so ein völlig versüffter Typ, der keinen Cent in der Tasche hat, aber mit dem Bild kriegen wir hier jeden reingelockt. Fülle die Kraftstoffvorräte über den PC nach. Machen wir. Dann waren das anscheinend die letzten paar Schluck Sprit, die wir hatten im Kanister. Also, PC, Lieferung, Kraftstoffvorrat. Wie viel können wir nehmen? 500? Die Bestellung wurde reduziert, um der verfügbaren Kapazität zu entsprechen. Hat 200 Liter, 400 Dollar. Überhaupt zu viel. Aber wir haben 450 Dollar. Ich glaube, die kommen vom Onkel. Dann 200 und Bestellung. Warum haben wir denn jetzt noch 55 Dollar? Wir müssten doch nur noch 50 haben. Vielleicht gab es irgendwie einen Rabatt. Oh, oh, der erste Kunde.
Der erste Kunde, ich grüße Sie, guten Tag, kommen Sie mit rein. Fahren Sie, ich fahre auf Ihrem Dach mit. Das ist hier der Service. Hallo und herzlich willkommen. Sie sehen mir so aus, als hätten Sie Bock auf ein bisschen Sprit. Da hinten kommt leider erst die Lieferung. Müssen Sie sich mal auf einen Moment gedulden. Geht gleich los, Kleine. Kratz dir mal den Kopf, du hast es verstanden. Da hinten kommt der gute Mann. Du siehst ein bisschen creepy aus. Aber wir können in der Zeit mal kurz... Oh Gott, ist das ekelhaft. Wir können mal kurz eine Zahnreinigung machen, wenn Sie möchten. Wenn Sie für mindestens $50 bei uns tanken, gibt es immer kostenlos eine Zahnreinigung. Ja, ich sehe schon C3, F7, A9. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Karies. Das werden wir gleich mal röntgen. Und dann wird es wahrscheinlich eine Wurzelbehandlung geben. Augäpfel könnten wir auch noch mal ein bisschen was schauen. So, wo ist denn der Typ? Ah, hier. Was ist denn das für ein abgespacedes Auto? Das sieht schon ganz schön deluxe aus. Ah, 4 neue E-Mails, Alter. Der Typ flippt völlig aus. So, müssen wir noch was machen? Ah, aufdrehen. Aha, jetzt wird mir einiges klar. Tesla Cybertruck 2 vom Chef höchstpersönlich ausgeliefert. Danke, Elon. Einmal hier ran. Drücke L-Shift, um Boost zu starten. Ah, wir müssen jetzt wahrscheinlich treffen, ne? 48,88. Sie wollte wahrscheinlich einen Fuffi, aber sie war happy. Wir haben unser erstes Geld verdient, Leute. Ist euch das klar? Elon, mach's gut. Er hat von alleine wieder zugedreht. Da bin ich ja schon mal happy. Wenigstens das kann er, wenn er schon so spät kommt. Obwohl, eigentlich war es auch unsere Schuld. Teste deine Fähigkeiten am Arcade-Spiel, während du auf den nächsten Job wartest. Ja, Tankstelle ist zwar offen, aber wir gehen erstmal eine Runde zocken. Ach stimmt, wir haben ja jetzt die $5. Jetzt können wir zocken. Beende das Rennen unter 1,15, um $20 Belohnung zu erhalten. Also 1,15 ist das Ziel. Oh Gott, oh Gott, oh nein, was liegt denn hier aber auch alles rum? Ach, schade. Also wirklich schade. Wir müssen das später nochmal probieren. Guten Tag, Mister. Geiles T-Shirt. Wie viel wollen Sie? Sie wollen auch ein bisschen was und bam. Kaufe einen Müllsack und nehme ihn in die Hand. Werkzeuge. Oh, Müllsack. Und später gibt es noch Farbroller und Besen. Ah, jetzt können wir auch hier drinnen mal ein bisschen aufräumen. Na endlich. Wird es hier ein bisschen muggelig für unsere Freunde, beziehungsweise unsere Kunden. Bisher musste ja zum Glück noch keiner reinkommen. Die haben alle gleich draußen bezahlt. Ist vielleicht auch besser so. Ah, jetzt können wir auch endlich das ganze Zeug hier weghauen. Weiß halt nicht, ob wir die Regale vielleicht noch brauchen werden später. Aber wir leben eh in der Wegwerfgesellschaft. Wir kaufen dann einfach genau dieselben nochmal neu. Einfach nur, weil da 2 Kratzer weniger dran sind. So funktioniert nämlich das Ökosystem der Erde. Die Natur ist ja ein Kreislauf. Mann, ey, es ist eigentlich traurig. Jetzt sollen wir schon wieder einen Besen kaufen. Ich habe hier noch nicht mal den ganzen Müll entfernt. Mach mal nicht so einen Stress. Wir haben schon wieder 6 neue E-Mails. Oh Mann, der Typ geht mir jetzt schon... Oh, wir haben Kundschaft, hallo. Ihnen tut auch die Schulter weh, ne? Möchten Sie auch ein bisschen Sprit an Kennys Tankstelle? Kleines Auto, da passt... Oh doch, da passt eine Menge rein. Bam. Oh, das Schild würde ich gern behalten. Können wir das wirklich nicht irgendwie hinstellen? Wenn ich das cool werfe, dass das auf einmal so steht? Ach komm, das könnte klappen. Oh. Yay! Geil, wir behalten das. Das bleibt dort stehen. Da schreiben wir drauf, hier gibt's richtig alte Bockwürste. Nach 5 Stunden müssen wir sie Zauberfinger nennen. Und nach weiteren 7 Strohhalmfleisch. Lecker, lecker. Die schlechtesten Bockwürste der Stadt. Hier an Gennys Tankstelle. Ja, komm, oh, hier haben wir noch einen Reifen. Passt zum Glück noch rein. Wir haben ein bisschen... Was war denn das? Gerade die Laterne angegangen? Ich glaube, ne? Wir haben es ein bisschen schlecht gestapelt. So wie die Leute auf dem Wertstoffhof, die immer ihren ganzen Scheiß direkt vorne in den Container hauen. Damit auch ja nichts mehr reinpasst. Wie, no Bier? Nö, Bier. Das hier, das ist die Wahrheit. Bei mir wird es Bier geben. Wir müssen die ganzen Alkis an die Tanke locken. Das wären Stammkunden. 10 Sternis am Tag. Ist auch schon wieder eine halbe Tankfüllung. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Komm, wir gucken mal. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Hier, nehmen Sie noch eine Gasflasche mit. Gibt's umsonst. Kaufe einen Besen. Wir brauchen einen Besen. Werkzeuge. Besen. Putzen, 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 putzen. Also, kurz zur Erklärung. Oben links ist so eine kleine Leiste. Und solange die nicht im grünen Bereich ist, fühlen sich die Kunden hier nicht wohl. Deswegen müssen wir ab und zu mal ein bisschen schrubben. Ah, guck mal, Aufgabe erledigt. Wenn es hier bei mir hinterm Tresen schmuddelig ist, ist egal. Hauptsache, den Kunden geht's gut. Kunde ist König. Die Verkäufer können im Schmodder verrecken. Mensch, das sieht doch schon mittlerweile echt geilo aus. Ich freue mich. Wir müssen hier noch ein paar Bretter abmachen. Guck mal.
Einfach mit dem Besen drüber. Oh ne, hier geht's nicht. Ah doch. Reicht so. Den Rest sehe ich nicht. Was ich nicht sehe, ist auch nicht da. Müll muss abgeholt werden. Lieferung. Müllabfuhr. Trash Local Collection. Bestelle einen Müllwagen, der den Müll aus den großen Containern abholt. Ich will mal wissen, wie viel das kostet. Wir haben jetzt 243 Dollar. Weil irgendwie steht das immer nicht da. Surprise, Motherfucker. Was denn jetzt? Ein kleiner Junge. Hallo. Ereignis Dennis. Dennis wird gelegentlich auf der Tankstelle erscheinen und Graffiti an den Wänden. Was? Will er mich verarschen? Verscheuche ihn, indem du Gegenstände nach ihm wirfst. Im Verlauf des Spiels werden neue Ereignisse erscheinen. Sie können in den Optionen abgeschalten werden. Ey, Dennis. Das gibt richtig Kloppe. Was können wir nach ihm werfen? Wir müssen nochmal an den Container. Eine Autotür? Hier, komm, wir nehmen den Reifen. Ich will nicht gleich am Anfang schon so fies sein. Dennis, mein Freund. Nein, ich habe nicht getroffen. Er wusste, nein, jetzt habe ich das Schild in die Hand. Ach, wir hatten das so schön hingestellt. Boah, was ist denn hier? Ich komme gar nicht durch. Dennis, hör auf. Dennis, nein, ich sag das deiner Mutti. Boah, wir können uns gar nicht bewegen in dem Nebel. Dennis, hau bloß ab, du. Ey, das gibt's doch nicht. Hat er uns jetzt hier irgendwas hingesprüht? Was ist das für eine Sprayfarbe, wo wir direkt verlangsamt werden? Ich glaube, die würden sich so einige Graffiti-Rider wünschen. So, jetzt müssen wir das Schild erstmal wieder hinstellen. Ach, Dennis, du hast alles versaut. Das stand so gut hier. Ach weh, wir kriegen das nicht wieder hin. Also ich würde sagen, wir hatten vorhin echt Glück, weil ich versuch's gerade gefühlt das 800. Mal. Och, ich möchte das Schild wieder hier stehen haben. Bitte. Wir haben Kundschaft. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen mit meinem Schild gespielt. War gut, ne? Und ging schnell. Wie bei mir im Bett. Ach, komm schon. Ja. Oh, es stand doch schon. Jetzt. Jetzt steht es ein bisschen im Weg. Aber ist okay, oder? Wir lassen es erstmal so stehen. Ich habe keinen Bock mehr, das Schild jetzt zu werfen. Kaufe einen Farbroller und streiche die bekritzelten Wände. Das machen wir jetzt mal. Computer gekauft. Och, Dennis. Der malt Enten. Seht ihr das? Ist doch schön, dass er tierlieb ist, aber doch bitte nicht an meinen Wänden. Aber schaut mal, das sieht doch ziemlich geil aus mit der Farbe. Die Leute kommen ja von hier reingefahren, sehen die beiden Seiten erstmal schick aus. Boah, es ist schon früh 5:30. Ich glaube, wir müssen langsam mal Feierabend machen. Einerseits hier im Spiel, andererseits aber auch mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.